Vom Lokführer zum Millionär, das hat zumindest die Bild-Zeitung über mich geschrieben. Und wie ich es geschafft habe, mit Ferienwohnung und Airbnb diesen Weg hinzulegen, darüber möchte ich in diesem Video sprechen. Und damit willkommen zurück hier bei B&B Pro Hosting, dem YouTube-Kanal und Podcast rund um das Thema Kurzzeitvermietung von Ferienwohnungen und Service-Apartments über Plattformen wie Airbnb oder zum Beispiel Booking.com. Mein Name ist Hendrik Kuhlmann, ich habe 2019 mit 0 Wohnungen angefangen und heute in 2023 betreibe ich mittlerweile über 90 Ferienwohnungen in 4 verschiedenen Ländern. Hier bei B&B Pro Hosting teile ich mein Wissen von diesem ganzen Weg mit unseren Kunden, die sich selber ein Geschäft im Bereich dieser Kurzzeitvermietung aufbauen. Nun, die Bild-Zeitung hat geschrieben, ich habe es geschafft, vom Lokführer zum Millionär zu werden, dank Airbnb. Tatsächlich war ich auch mal Lokführer ganz am Anfang meiner Karriere, bin deswegen überhaupt mal in Bayern gelandet, 2007, habe da eine Ausbildung gemacht und dann Karriere gemacht bei der Deutschen Bahn, irgendwann dann nochmal berufsbegleitend studiert. Und dann habe ich angefangen 2019 mit der Vermietung von Ferienwohnungen. So, Ferienwohnungen im Übrigen, die mir gar nicht gehören. Denn alle über 90 Wohnungen, die ich heute betreibe, die habe ich angemietet. Und das sind gar keine normalen Wohnungen, wie man sie jetzt im Kopf hat. Aber fangen wir mal an, wie ging das Ganze eigentlich los? Ich war 2018 im Urlaub mit meiner Frau auf Bali. Freunde von mir haben gesagt, hey Hendrik, kannst du super gut über Airbnb da Villen buchen. Wir haben genau das gemacht und sind tatsächlich genau in einer sehr, sehr geilen auch gelandet. In der Nähe von Canggu, hatten einen sehr, sehr coolen Gastgeber und der hat uns mal so ein bisschen Einblick gegeben in sein Geschäft mit diesen Villen, die er auf Airbnb vermietet. Ja, er hatte zu der Zeit irgendwie 4 Stück und wir wurden da richtig gut umsorgt und wir haben uns mal so ein bisschen über die Zahlen gesprochen und dann dachte ich mir damals im Urlaub, hey, voll gut, klingt eigentlich nach einer sehr, sehr interessanten Geschäftsmöglichkeit. Hab das Ganze dann von Bali mitgenommen, 2018, mir noch irgendwie gedacht, hey, was der kann, kann ich ja auch. Und 2019 habe ich dann tatsächlich angefangen. Und zwar im April, weil ich da wirklich das Thema nochmal so weit durchdrungen hatte, dass man Wohnungen gar nicht unbedingt als Immobilie besitzen muss, um sie zu vermieten, zum Beispiel über Airbnb oder andere Plattformen. Sondern es gibt das sogenannte Rent-to-Rent-Arbitrage-Modell, wo ich mir Wohnungen, Immobilien müsste man besser sagen, anmieten kann, mit der Zustimmung des Eigentümers für die Kurzzeitvermietung, für Ferienvermietung, sie dann möbliere und entsprechend, weil ich die Genehmigung habe, auch über Plattformen wie Airbnb oder Booking.com weitervermiete. Also wie sah jetzt dieser Weg aus? 2019 im Mai habe ich die erste Wohnung eingerichtet, aufgemacht dann tatsächlich Anfang Juni 2019 und das war eine 90 Quadratmeter Wohnung, die wir hier inseriert haben in Augsburg, recht zentral gelegen, für 6 Personen. So, und diese Wohnung ist sehr, sehr gut angelaufen. Von Beginn ab waren wir mit der Wohnung eigentlich ja prinzipiell dauernd ausgebucht. Die hat umsatzmäßig so zwischen 3.000 und 4.000 Euro im Monat eingespielt. Und wir haben ja ungefähr 1.500 Euro Fixkosten gehabt. Also 1.300 Euro waren Miete, dann noch Strom, Internet und so weiter. 1.500 Euro, da kannst du dir ausrechnen, da bleiben im Monat weit über 1.000 Euro übrig. So, und ich habe dann das Geld genommen und das Ganze wieder reinvestiert. Ich habe nämlich angefangen, darüber zu sprechen. Hey, bei Facebook Posts gemacht. Hey, hier meine erste Ferienwohnung. Bin angesprochen worden von einem Bekannten, der hier in Augsburg Immobilien besitzt, der gesagt hat, hey, wir sollten uns mal zusammensetzen. Haben wir gemacht. Und so kam meine Wohnung 2 und 3 dazu. Auch in Augsburg, weil ich die erste erfolgreich schon an den Start gebracht habe. Aufgemacht habe ich die im August respektive September 2019 und dann war es nicht mehr eine Wohnung, die diese Überschüsse eingespielt habe, sondern auf einmal waren es 3, weil das Ganze sehr, sehr gut funktioniert hat, auch mit den neuen Wohnungen. So, dann wieder ein bisschen Geld quasi zurückgelegt, 2020 im Januar die nächsten 3 Wohnungen übernommen im selben Gebäude. Da war es nicht mehr eine Wohnung oder 3, da waren es auf einmal 6. Und ab dem Zeitpunkt hat sich das Ganze eigentlich nur beschleunigt. Jetzt kann man sagen, Moment mal, da war aber doch 2020 irgendwas, richtig, die Pandemie, die im März 2020 losging. Aber ich hatte das Glück, nachdem uns erstmal alle Buchungen storniert wurden, dass wir hier in Augsburg sehr, sehr viele Geschäftsreisen haben. Und in Augsburg oder in Bayern waren Geschäftsreisen durchgehend während der Pandemie erlaubt, auch im Lockdown. Das heißt, wir waren zwar auf einen Schlag komplett leer und da habe ich auch Stornierung über Stornierung gekriegt und da wurde es mir auch mal kurz anders,
Aber genauso schnell, wie wir leer waren, waren wir auf einmal wieder gebucht, nämlich von Geschäftsreisenden, denn die haben auf einmal Apartments gebucht statt Hotels, weil es da eine Küche gab, sie sich selber versorgen konnten und man dort auch nicht unbedingt 100 anderen Reisenden aus aller Herren Länder über den Weg gelaufen sind. So kam es dann, dass die nächsten Wohnungen an den Start gingen. Im April 20 habe ich dann mal den Schritt ins Ausland gewagt, weil ich mir dachte, hey, wenn wir das hier in Deutschland jetzt im Griff haben, wie sieht es dann irgendwie im Ausland aus? Haben zwei Wohnungen in Tschechien übernommen, in Prag, die wir auch bis heute noch haben. Und ab dann ging das Ganze eigentlich immer und immer schneller weiter. Ich habe dann im Herbst 2020 mir meinen ursprünglichen Bali-Traum erfüllt, denn auf Bali habe ich mir damals gesagt, wäre schon cool, hier selber mal ein Ferienhaus zu haben. Haben wir dann in der Pandemie im Herbst 2020 auch angemietet. Auch die haben wir heute noch, müsste hier auch bei mir im Hintergrund entsprechend sein. Und so ging das Ganze immer und immer schneller. Das heißt, ich habe immer die Überschüsse quasi wieder in das Geschäft reinvestiert. Und das konnte ich, weil ich das zum Anfang erstmal nebenberuflich gemacht habe. Ich war immer noch im Management bei der Bahn bis zum Sommer 2021. Im Sommer 2021 habe ich dann gekündigt, bin ich ausgestiegen bei der Bahn. Zu dem Zeitpunkt waren es dann schon 16 Wohnungen. Und dann ging es auch immer an größere Objekte. Wir haben dann in 2021 im Winter unseren Standort in Lippstadt übernommen, 7 Serviced Apartments auf einer Etage. Und ein Projekt hat immer die Tür für das nächste Projekt geöffnet. Weil wir jetzt in Lippstadt diese 7 Apartments haben und die gut ausgesehen haben, sind wir dann in Frage gekommen als Betreiber für ein Haus mit 19 Serviced Apartments in Rosenheim, das wir auch heute betreiben. Alleine das Haus, beste Monat, den wir bis jetzt hatten, war fast an die 100.000 Euro Umsatz. Ja, ich weiß, Umsatz ist nicht gleich Gewinn, kostet ungefähr 25.000 Euro Miete das Haus. Dann können Sie nochmal 10.000 Euro andere Kosten draufrechnen. Wir haben dort eine Reinigungskraft, Teilzeit angestellt und. Von mir aus nehmen 25.000, das Doppelte, haben wir 50.000 Euro Kosten gegen 100.000 Euro Umsatz. Überraschung, da bleibt ein bisschen was übrig. Auf jeden Fall, Rosenheim war wieder ein Türöffner für weitere Projekte. Wir haben dann Koblenz aufgemacht Anfang diesen Jahres mit 9 Apartments, haben wir auch schon länger drüber gesprochen. Dann haben wir im Mai 2023 unser Haus in Dortmund aufgemacht mit 30 Serviced Apartments. Zwischenzeitlich haben wir Standort in den USA, in Florida aufgemacht. Aber du merkst schon, das ging auf einmal Schlag auf Schlag und so geht das heute noch. Mittlerweile geht es bei uns eher um Neubauprojekte, das heißt Gebäude, die nur für uns gebaut werden, nach unseren Vorgaben. Natürlich alles mit langlaufenden Mietverträgen. Da sind auch keine normalen Wohnimmobilien, sondern Gewerbeimmobilien mit den entsprechend richtigen Genehmigungen. Aber Stand heute sind wir bei über 90 und wer weiß, wo wir Ende nächsten Jahres stehen. Jetzt kommt die Frage, okay, Millionär, wie geht denn das eigentlich? Naja, jetzt kannst du dir überlegen, dass so ein Geschäft auch einen entsprechenden Wert hat. Jetzt besitze ich keine Immobilien, aber ich habe zum Beispiel Mietverträge mit einem Geschäft dahinter, die man bewerten kann. Ja, und das ganze Inventar und so weiter hat sich mittlerweile auch so aufgebaut, dass die Firmenwerte von den Firmen, die mir gehören, auf jeden Fall in diesem Bereich liegen. Es ist nicht so, dass ich jetzt irgendwie 1 Million Euro Cash irgendwo auf der Seite rumliegen habe, denn das macht auch gar keinen Sinn, sondern das Geld arbeitet, das wird permanent reinvestiert. Aber ich kann dir sagen, wir machen jeden Monat mittlerweile größere 6-stellige Umsätze und im Jahr sind wir mit mehreren Firmen im 7-stelligen Bereich. So ist aber auf jeden Fall mein Weg gewesen. Ich skaliere weiter und das hat alles so gut funktioniert, weil ich ein Modell gefunden habe, das in der Liquidität einfach sehr, sehr gut funktioniert. Denn die Upside, das Umsatzpotenzial, was wir eben rausholen, ist dort sehr, sehr hoch. Warum? Weil wir auf der einen Seite langfristig günstig anmieten und auf der anderen Seite aber, ich sag mal, wesentlich teurer vermieten, dadurch, dass wir kurze Aufenthalte anbieten ab einer Nacht, das super flexibel ist und wir hier eben entsprechend im Bereich der Hotellerie eigentlich unsere Preisfindung angesiedelt haben. So ist auf jeden Fall mein Weg ausgesehen oder so hat mein Weg ausgesehen und so sieht er im Übrigen nicht nur für mich aus, so sieht er auch aus für sehr, sehr viele Kunden, die wir betreuen im Rahmen unserer Trainingsprogramme bei B&B Pro Hosting, denn da zeigen wir dir
von Null an, wie du überhaupt mal anfängst mit dem Geschäft bis hin zur Skalierung, ja, wie man das Ganze als Unternehmen aufbaut mit einem entsprechenden Team dahinter, Mitarbeitern, großen Gewerbeobjekten, denn ich bin diesen kompletten Weg durchgegangen für dich und davon kannst du profitieren, denn das ist eine Abkürzung, die mir in der Form so nicht zur Verfügung stand. Und wenn du hier Interesse hast, du kannst dich gerne bei uns melden auf bnbprohosting.com, trägst dich dort gerne ein für ein kostenloses Erstgespräch und dann schau mal im Erstgespräch mal drauf, wo stehst du gerade, wo möchtest du hin und wie können wir dich auf deinem Weg unterstützen, dass du das vielleicht genauso machen kannst, wie ich eines Tages. In diesem Sinne, danke fürs Reinschauen und Reinhören, bis zum nächsten Mal. Cheers, bye bye.